Ja, servus Peter. Schön, dass ich wieder sieg, dass wir wieder ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde miteinander übers Bogenschießen reden. Ja, lieber Hendrik, da freue ich mich auch, dass du ein, wie soll ich sagen, ein treuer Bestandteil, ein Bestandteil klingt ein bisschen so wie Ersatzteil, wie kann man das sagen, ein wichtiger Faktor mittlerweile in dem Bogen- und Pfeil-Mythen- und Fakten-Podcast bist, weil da schon eine eigene Fangemeinde gibt, die sich am liebsten die Wildhase-Podcasts anschauen, weil sie sich für das indische Bogenschießen sehr interessieren. Das ist wirklich erfreulich. Und Schön. daraufhin, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Indien-Fans oder grundsätzlich Bogenfans, die lernen wollen über verschiedene Bogensport und Bogenschießen in verschiedenen Kulturen, es freut mich, dass ihr wieder da seid und zuseht. Und dass der Hendrik wieder da ist. Ja. Ganz am Anfang. Also erstmal begrüße ich auch die Zuschauer und Zuhörer, neue und alte. Was ich ganz am Anfang noch berichtigen wollte von meinem bisherigen Gesagten über das Alter der Schriften des Dhanurveda. Es ist richtig, dass die Schriften, also die Veden, sehr, sehr alt sind, und dass die ersten Erwähnungen in der Atharva Veda, also in dem Veda über die Kriegsführung bereits ein Bestandteil waren. Aber das Buch, das ich auf Deutsch veröffentlicht habe, als den ersten Dhanurveda-Text ins Deutsche übersetzt, vor 20 Jahren, dieser Text kommt also von dem Parvati. Der kommt aus einer Zeit ungefähr 1350 nach Christus. Das ist ganz wichtig. Also es gab bereits 500 vor Christi und 500 nach und so weiter, immer wieder verschiedene Schriften. Aber die von Padati, die ist von 1350 in etwa. Das wollte ich nur noch richtig stellen, falls jemanden das interessiert. Danke, danke. Und ja, auf jeden Fall, selbst eben zu dieser Zeit ziemlich europäische, viel ältere Texte und so weiter. Gibt es nicht, genau. Es ist sehr früh, eigentlich kann man sagen, für so einen Text. Für Genau. so ein Lehrbuch, ein kriegerisches, muss man ja sagen, eigentlich, nicht? Richtig, es ist eine Anleitung zum Bogenschießen. Und diese Anleitung zum Bogenschießen, die nehme ich ja auch in meinen Unterricht mit hinein. In Teilen. Teilweise hat es nichts mehr mit unserer heutigen Realität oder Wirklichkeit zu tun, aber teilweise ist es absolut, absolut zeitlos. Ja, da würde ich sagen, so Basic Bogenschießen, egal, eben ein Stock mit einer Schnur und einem Pfeil, das ist sowieso eh sehr zeitlos, weil da hat sich ja trotzdem noch immer nichts geändert. Ist der Stock halt so gebogen oder ein bisschen anders oder gerade, aber viel dazu erfunden hat man eigentlich nicht, wenn man jetzt vielleicht vom Compound-Bogen oder so hochentwickelten Dingen weg, die ausnimmt, hat sie da nicht wirklich viel entwickelt, oder? Richtig. Ja, naja, und jetzt hast du ein gutes Stichwort gegeben, nämlich eben, wie hast du jetzt gesagt, Bogenunterricht, Bogenschule. Und Ja. wenn jetzt, ich nehme ja an, hauptsächlich wirst ja du, schätze ich einmal, von so jungen Lehrerinnen oder Studentinnen angeschrieben werden, die dann sagen, sie interessieren sich so für Yoga und auch vielleicht für indisches Bogenschießen. Und jetzt wird da so eine kommen und oder telefonieren und sagen, ja, wie ist das und wie geht das und wie viele Einheiten braucht man da oder wie ist da und so weiter. Was würdest du so einer Person jetzt einmal sagen beim Erstkontakt, was sie da erwartet oder ob so vielleicht eine Art Selektionsfragen dann hast, was du denkst, ja, die wird halt einmal kommen, dann hast du da reingeschnuppert oder du merkst dann schon, na, die interessiert sich wirklich mehr da in die Richtung, also den Erstkontakt,
Und dann später will ich zur ersten Stunde übergehen, wenn der Erstkontakt nicht so lang dauert. Also zum Erstkontakt, erstmal muss ich ihm gleich am Anfang sagen, das hält sich sehr, sehr, sehr in Grenzen. Also es gibt von meiner persönlichen Erfahrung her ganz wenig Leute, die sich wirklich eingehend für dieses klassische indische Bogenschießen interessieren. Vom Yoga her. Also diese Erzählung oder die Möglichkeit, die du da bebildert hast, gerade von einer Studentin, die vom Yoga kommt und so weiter, so etwas ist mir nie passiert. Es ist mir passiert und da bin ich auch sehr froh drüber, weil es auch zu einem kleinen Buch geführt hat. Es als Ist Eugen das dann Erich. Pseudonym erschienen, das Buch mit der Studentin? Nein, das ist nicht im Pseudonym erschienen. Das kann ich zeigen. Das ist aus der Stille Pfeile. Das Ja. ist, zeige ich mal kurz. Aus Ja, der das ist ein echter Stille. unverfänglicher Titel, da kann nicht viel passieren. Das ist ein kleines Büchlein, ein kleines Büchlein. Okay. Aber für mich ist es, der Untertitel heißt Anatomie eines Bogenunterrichts. Okay. Also es wurde dann so, also auch schon von Leuten so gelobt als indische Version von Eugen Herrigels Buch. Das hat überhaupt nichts, also ich hab das überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht, aber es ist schon ein sehr interessantes Buch, weil ich erzähle kurz den Hergang. Es war also eine Frau, deren Name auch in dem Buch, also sie ist Co-Autorin von dem Buch, die sich an mich gewendet hat und sie hätte Interesse, dieses klassische indische Bogenschießen kennenzulernen. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich gut. Am besten, du fährst mit mir nach Indien und bist mit mir Selbstverständlich. vier Wochen in Indien, Hätte ich weil, auch so gemacht. naja, ganz einfach deshalb, weil ich sage mir, der beste Unterricht im klassischen indischen Bogenschießen ist in Indien. Absolut. Deswegen, weil dieses klassische indische Bogenschießen ist vom Verständnis her nicht zu trennen mit der Religion und mit der Lebensrealität in Indien. Der Umgang der Leute untereinander, den kann man in Indien vor Ort erst dann wirklich erspüren, als wenn man nur darüber redet. Ich möchte jetzt noch etwas Marketingmäßiges einwerfen, das ich sonst vergesse, aber das jetzt genau zu der Yogaschule und so weiter passt. Weil da, du sagst, da wenig Überschneidung ist jetzt, weil das Interessensgebiet ist ja die Richtung im Grunde. Yoga hat eine sehr breite Zielgruppe mittlerweile, weil Yoga ja fast wie so ein Volkssport unter Hausfrauen und in Starlets und you name it geworden ist. Zum Beispiel so ein Plakat in einer Yogaschule, da bin ich überzeugt, dass da doch ein breiteres Spektrum an Zielgruppe erwischt, als eh klar, als wenn du das nicht machst. Und was anderes wollte ich noch anmerken, natürlich, wenn jemand dich kontaktiert, zum Beispiel jetzt eine Studentin und die sagt, ja, ich interessiere mich für das und so weiter, und du sagst, naja, der beste Weg, das zu lernen, das ist, wenn du mit mir nach Indien fliegst oder pilgerst, dann ist da auch die Nicht Quote pilgern, recht. fliegen, nicht pilgern, Okay, sondern fliegen, fliegen. hat nichts mit Pilgern Dann, zu tun. okay, dann ist die Quote wahrscheinlich auch hoch an solchen Menschen, die da so disponiert sind und dann sagen, ja, das mache ich. Verstehst du, weil die einfach schon irgendwie, die interessieren sich für Indien und wollen irgendwie Geheimnisse erfahren. Also die sind irrsinnig offen, glaube ich. Also darum, zuerst war ich verblüfft, aber andererseits eine vernünftige Ansage, würde ich sagen, in dem Fall.
Also in dem Fall mit der Co-Autorin war es nicht so, dass sie also habe ich das überhaupt nicht so gespürt. Wie auch immer, warum sie da mitgefahren ist, das steht ja alles in dem Buch drin. Das kann man dann, also wenn man sich das Büchlein kauft, das kostet 12 Euro oder irgendwas, also fast nichts, weil wir das auch nicht teuer machen wollten, sondern wir wollten das einfach zugänglich machen. Weil ja, also alles, was man darüber wissen will, das steht in dem Buch. Also Okay. der, die Info, der, die, 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 es ist so, dass die Co-Autorin aus dem Bogenschießen gekommen ist. Die hat also Bogenschießen bereits lange gemacht und hat es auch unterrichtet. Aber sie wollte sie einfach ihr Wissen erweitern. Und weil sie ihr Wissen erweitern wollte, hat sie 4 Wochen mit mir in Indien verbracht. Ich bin dann weiterhin geblieben und sie ist dann zurückgeflogen. Ich habe dann gemerkt, dass während des Unterrichts oder nach dem Unterricht Einheiten, wie auch immer, Zeit, wobei der Unterricht hat also 24 Stunden stattgefunden, genau genommen, In dem Alter. weil man ja eben auch, wenn man auch auf der menschlichen Ebene und auf der geistigen und auf der spirituellen und auf der ethnologischen Ebene sich trifft und dann auch über die verschiedenen Aspekte des Bogenschießens im persönlichen Leben und also diese Zeitlosigkeit und auch kulturübergreifende und geisteswissenschaften übergreifende Eigenschaft des Bogenschießens, wenn man das erkennt und wenn man dann eben auch aus gleichen Ursachen heraus sich darüber austauschen kann. Dann ist man froh darüber und dann findet es aber wirklich auch 24 Stunden statt. Also Ich hatte auch einmal so eine Bekannte, die hat dann am Abend so gesagt, kannst du mir da hinten die Chakren öffnen? richtig. Natürlich muss man dann, also darum verstehe ich das mit dem 24-Stunden-Seminar im Grunde. Na, sicher, sicher. Also das war eben eine sehr intensive Sache. Und nach den und nach und immer wieder habe ich sie dabei gesehen, wie sie also Notizen gemacht hat. Und habe ich gefragt, machst du, naja, immer wieder mal so über den Tag verteilt. Okay. Und da habe ich gesagt, machst du Notizen über unseren Bogenunterricht? Und hat sie gesagt, ja. Und dann kam mir ganz spontan die Idee, habe ich mir gedacht, Mensch, wenn sie so drauf ist und wenn sie sich da so intensiv damit auseinandersetzt und zusammensetzt, dann wäre es doch ganz interessant, ein Buch zu schreiben aus ihrer Sicht über diese 4 Wochen, aus ihrer Sicht und aus meiner Sicht. Also praktisch eine Schüler-Lehrer-Situation, die mussten wir ja gar nicht herstellen, weil sie war ja vorhanden. Und heraus haben wir beide geschöpft und haben dieses Buch, im Prinzip hat sie ihren Teil geschrieben und ich habe dann auf ihre Teile meine Meinung dazu dann geschrieben. Und so ist es ein wirkliches Buch von uns beiden geworden. Das Und klingt schon sehr interessant. es ist hochinteressant, weil eben. Also was dann danach passiert ist, wir haben uns dann selbstverständlich nach Monaten wieder getroffen und haben dann an dem Buch gefeilt. Und dann hat sie also schon das ein oder andere streichen wollen und immer mehr streichen wollen. Und das war für mich dann ein kleines Problem, weil für mich gerade so sehr interessante Sachen, Was sehr hat dir interessante. nicht, was hat dir zum Beispiel nicht gefallen? Das interessiert Darüber mich rede ich nicht. sofort. Darüber rede ich nicht, Naja, weil ich nur war die Richtung, ja. nicht Na, der. irgendwelche Sachen, kamen ihr dann zu persönlich vor. Und da habe ich gesagt, es ist doch genau das, der Wert dieses Buches besteht darin, dass es persönlich ist.
Aber wie sie damit umgeht, das muss man natürlich immer selber wissen. Weißt du, Ja. also ich habe ja auch ein Buch mit meinem über meinen Onkel geschrieben, der Legionär war und Söldner. Und der hat dann auch angefangen zu sagen, also der hat dann gesagt, dieses und jenes will er nicht da drin haben. Ja, ich habe das selbstverständlich respektiert. Das muss man auch respektieren, weil sonst bräuchte Ja. man ja sowas überhaupt nicht zu machen. Aber und auch mit einer anderen Frau habe ich für eine andere Frau habe ich ein Buch über den Lebensweg von der Frau veröffentlicht. Und die hat dann auch plötzlich angefangen, Sachen rauszustreichen, um eben die Sachen rauszustreichen, Ihre Erzählung nicht mehr die gestimmt einem, hat. die auch mit zu der Würze des Buches geführt haben. Also wenn ich dann anfange, Sachen rauszustreichen, weil ich Angst habe, dass jemand, der damit zu tun hat, davon erfahren könnte und so weiter, ich verstehe das alles, aber das macht halt ein Buch Ja, aber ich ein vom bisschen. Beweg. Von der Bewegung her macht es immer schwächer. Aber Auf ich alle kann. Fälle, Fazit, das Buch ist sehr gut geworden, meiner Meinung nach, und hat auch, ich habe auch das erste Jahr, die ersten 2 Jahre ganz gut die Bücher verkauft. Schon seit 5 Jahren oder noch länger verkaufe ich kein einziges davon. Alles klar. Es ist auch in Ordnung so, aber ja. Alles klar. Das Also, ist jetzt zum was ist Unterricht. so Das ist jetzt ein. zum Unterricht. Okay, also sagen wir jetzt, es würde aber eine andere Studentin kommen. Ein Student, nehmen wir mal einen Mann. Ja, du kannst es ja ausmalen. Es ist ja heute nicht mehr Na gut, okay. so einfach alles. Ja, Jemand genau. anders kommt, jemand anders kommt, ja. Genau. Und sagen wir, mit dieser Person möchtest du nicht nach Indien fliegen, sondern lieber eine Bogenstunde im indischen Bogenschießen dem anbieten. Weil vielleicht spürst du schon an den Schwingungen oder an der Aura, dass der eben nicht der richtige Reisepartner für Indien ist und denkst dir, dem bringt das gar nichts, den bringe ich jetzt in meinem Hof da hinten bei. Und wie würdest du mit dem anfangen, einmal Räucherstäbchen anzünden, einen Tee kochen? Okay, Wie funktioniert das? also ich würde Ad 1 jedem empfehlen, wenn er das machen möchte, dass es jedem sagen, dass es das Beste wäre, mit mir nach Indien zu fahren. Das würde ich jedem Das sagen. hatten wir jetzt schon. Okay, das hatten wir jetzt schon und jemand anders würde aber nicht, du hast impliziert, dass ich vielleicht von der Aura oder von der Ausstellung dem das gar nicht sagen würde. Ich würde es jedem sagen. Punkt 1. Ich habe gemeint, du Oder erkennst, dann. ob dem Indien was bringt oder ob es bei dem sinnlos ist, selbst wenn er nach Indien fliegt. So habe ich das. Wenn jemand am klassisch-indischen Bogenschießen interessiert ist, würde es jedem etwas bringen, nach Indien zu fahren und das dort von mir zu lernen. Und ab So. jetzt fangen wir an. Ja, würde es jedem was bringen. Aber wenn er dann sagt, nein, aus irgendwelchen Gründen, weil er das Geld dazu nicht hat oder weil er keine Indien Zeit hat, wie auch Allergie. immer, oder weil er allergisch ist und weil er Vorurteile hat und so weiter. Bei Vorurteilen würde ich sagen, du kannst ja gerne mitkommen und die Vorurteile dann in Indien bestätigen oder nicht Ganzen bestätigen. Indianer dort in Indien, nein, dort will ich nicht hin. So Was sind Vorurteile da? da sind. Was sind da? Die ganzen Indianer dort in Ach Indien, die so, haben die solche Inder, genau, Vorurteile. okay. Genau, genau. Also die meisten Leute haben ja Vorurteile wegen der großen Armut und der schlechten menschlichen Situation und so weiter. Das fußt auf Desinformation und ja, aber ich Also akzeptiere ich. es sowieso, wenn jemand nicht nach Indien fahren möchte mit mir, dann muss das auch überhaupt nicht. Und dann kann er auch bei uns klassische indische Bogenschießen hineinschnuppern. Ich So. möchte noch einmal kurz einhaken, weil ich weiß, ich bin jetzt selber der Übeltäter, der ein bisschen das Thema jetzt ausweitet, aber weil wir gerade über das reden, muss ich das fragen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis Freunde, Freundinnen, die waren in Indien und oder auch mit anderen Gruppen und so weiter. Und die haben immer wieder, ich war noch nie, die haben immer wieder berichtet,
Also manche Leute waren wirklich so erschüttert von diesen Zuständen zum Teil, von den armen Leuten und was sie dort gesehen haben, dass das für die fast kein positives Erlebnis war, dorthin zu fahren. Die Radikal, haben ja. da eher ein bisschen übertrieben gesagt, ein Trauma mitgenommen. Ja, Die klar. andere Seite ist, die Wahrheit ist jedem zumutbar. Auf dem Standpunkt bin ich auch. Aber ob du das bestätigst oder ob das nur so Erzählungen sind, die ich da gehört habe. Absolut. Also es ist so, es gibt im Prinzip zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die Indien-kompatibel sind und diejenigen, die nicht Indien-kompatibel sind. Und diejenigen, die Indien nicht kompatibel sind, für die ist es eine Qual und es ist etwas ganz Schlimmes. Und für diejenigen, die Indien kompatibel sind, so wie ich, ist es etwas Wunderbares. Also es gibt wirklich, entweder man mag Indien und wenn man Indien mag, mag man alles. Und oder man mag Indien nicht und dann lehnt man alles ab. Das ist wirklich so. Ja, Das ist, aber da habe ich würde ich, festgestellt. das würde ich in dieser Ausdrucksweise irgendwie nicht gelten lassen, weil ich mag Indien, aber mag Indien nicht. Mein Gedanke war dann jetzt eher, jetzt sehen deine Augen meinetwegen das Gleiche wie meine, deine Nase riecht das Gleiche wie meine, deine Ohren hören das Gleiche wie meine. Und trotzdem sagst du vielleicht, naja, ich bin kompatibel, so ist das halt. Und ich wäre jetzt eine hypersensible Person, die dann sagt, ich halte das gar nicht aus, ich will sofort wieder nach Hause. Nein, ich Was werte das meinst du? nicht. Ich werte das nicht. Ich Nein, ich werte werte die. es auch nicht, aber ich frage mich halt nur, kann es denn möglich sein oder sind das besonders hypersensible Menschen, die man gar nirgends hinschicken könnte, weil wenn er vielleicht in New York sieht, fängt er auch zu weinen an. Ich weiß es nicht, ob das halt mit dem zu tun hat auch. Also, das Hypersensibel ist ja schon eine Wertung. Naja, wie soll man es sonst bezeichnen auf der anderen Seite? Naja, es gibt halt einfach Leute, die bewerten das, was sie erleben und was sie sehen, aus ihrem persönlichen Wissen heraus. Und es gibt andere Leute aus ihrem persönlichen Wissen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ist wieder ganz was anderes. Das Ja, ist ja. ja das Problem. Und es gibt andere Leute, die sind im Prinzip erstmal offen und sind neugierig und schauen sich das mal ganz genau an und versuchen das herauszufinden, was steckt da dahinter. Und das Ja. ist selbstverständlich anstrengend. Es gibt Studien über die Energie, die das Gehirn verbraucht beim Denken. Und wenn ich einer Sache auf den Grund gehen will, richtig auf den Grund gehe, das verbraucht sehr viel Energie im Ja, es ist Gehirn. einfacher, irgendwas zu glauben. Ja, genau. Richtig, als etwas einfach anzunehmen, das habe ich da und dort gelesen, die sind alle so, das ist alles so, und das nehme ich einfach mal so an. Und diese komplexere, differenzierte Denkweise ist anstrengender. Das ist das sehr Interessante. Natürlich. Ich habe ja ein Buch geschrieben, auch über ein Kein Buch für neues Buch, Europäer. kein Nein, nein. neues Buch öffnen, Nein, bitte. nein, ich öffne gar nichts, aber ein Buch für Europäer, weil ich festgestellt habe, dass wir Europäer von Indien wirklich keine Ahnung haben. Wir haben sowas von keine Ahnung von Indien. Naja, Deswegen habe ich ein kleines Büchlein und geschrieben. was macht's, wenn wir keine Ahnung haben von Indien? Also wenn es interessiert, der will es halt wissen, aber wenn jetzt einer in einem hinterbayerischen Bergtal wohnt und du sagst, der hat keine Ahnung von, naja, so what, hat er halt keine Ahnung von Indien. Genau, hat er halt keine Ahnung, genau, hat er halt keine Ahnung. So wie der Inder keine Ahnung von der Kuckucksuhr wahrscheinlich hat in Hindi. Absolut, absolut. Der Inder hat auch keine Ahnung von der Kuckucksuhr. Und der Inder hat genauso eine verstellte Meinung oder eine verstellte ja, Meinung über uns Europäer und über uns Sowieso. Deutsche, für Ja. den
Für den normalen, in Anführungszeichen, den Durchschnittsinder sind wir alle reich. Alle Deutsche sind Ja, reich. ja, ja, So, ja. alle Haben sind alle reich. Mercedes und eigenes Haus und so weiter, ist Alle, klar. na, reich, 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 richtig reich. Und zwar, ja, das ist halt, das kommt Hendrik, wir aus. müssen jetzt ja zurück. Aber gut. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass deine Augen das Gleiche sehen wie meine. Du sagst, ich bin da kompatibel und ich versuche da dahinter zu steigen. Und ich bin erschüttert, dass ich nicht mehr etc. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, da würde ich fast festmachen. Und ich würde da jetzt gar nicht wertend oder gar nichts dergleichen. Aber ich glaube, es gibt halt vielleicht Menschen, die eben nicht sich in die Tiefe informieren, was man ihnen aber nicht vorwerfen kann. Wie gesagt, Doch, den Bauern da genau. hinten muss das nicht interessieren, wie der Inder Kein denkt und Problem. umgekehrt. Kein Keine Problem. Frage. Aber trotzdem ist halt für den dann irgendeine Meinung, die er im Fernsehen hört oder was der Nachbar sagt, irgendwie das hört er halt und das meint er halt. Und wenn er dann wirklich dorthin kommt, dann entspricht das seinem ganzen Weltbild nicht, dass es so etwas überhaupt gibt, wenn er da meinetwegen aus Berlin Mitte oder irgendwo kommt. Das hat es in seiner, da Indien hat er immer gesehen als das Land der Gurus und Yogis und so weiter. Und wenn er das dann wirklich riecht und sieht, dann schaut die Sache anders aus. Also ich glaube, Da das kommt es auch sehr drauf Einfache. an, wo, da kommt es auch sehr drauf an, wo er in Indien ist Ja, natürlich. und zu welcher, und zu welcher Jahreszeit und, und. Also das ist alles hochkomplex. Darum geht es auch nicht. Es gibt, es Genau. muss auch Na, keiner. erste Stunde. Na, erst, also was ist es jetzt? Ist es eine Studentin oder ein Student? Mir ist es egal, jemand. Okay. Mit denen du nicht nach, also erster Vorschlag Indien. Indien ist nicht möglich aus irgendwelchen Gründen. Und dann sagst du, okay, und wenn du jetzt wirklich bei mir das indische Bogenschießen lernen willst, dann fangen wir so an. Das kommt auf Fangen wir so den an, Punkt. wie man jeden Bogenunterricht anfängt, meiner Meinung nach, ob indisch oder russisch oder malaiisch oder wie auch immer genannt wird, dass ich einfach den anderen, den Menschen frage, ob er schon Erfahrung hat mit dem Bogenschießen. Das ist ja die Basis, dass man davon ausgeht, hast du schon mal Pfeil und Bogen geschossen? Und so weiter. Und dann werde ich erfahren, dass er schon etwas damit zu tun hatte oder nicht. Und auf diese Erfahrung hin werde ich selbstverständlich, wie es sich einfach auch Ich gehört, aufbauen. frage da absolut, stimme ich überein, ich frage da immer anders. Ich frage vor dieser Frage, weil ich dann die mitbeantwortet kriege meistens. Also ich frage meistens, warum er das will. Und wenn er dann sagt, naja, ich habe schon vorher Bogen geschossen, dann erfahre ich das sowieso. Oder er sagt, naja, ich habe das irgendwo in einem Film gesehen und es hat mir so gefallen oder irgendeine Erklärung halt dafür, warum er das will. Oder eine Genau. sagt, ja, ich studiere Indien, Wissenschaften, keine Ahnung, was es da gibt. Und daher, also du erfährst immer einen Hintergrund irgendwie, warum die das wollen. Genau, das erfährt man. Ja. Genau, also deswegen, dann ist es das, also ist es das Zweite, wenn er schon was mit dem Bogen zu tun gehabt hat, dann sage ich, und das ist eben dann wichtig, dass es ganz am Anfang meiner Meinung nach passiert. Dann bitte ich ihn darum, einen Schuss auf eine Scheibe zu machen, dass ich mir das anschaue, was er mitbringt. Ne? Das schaue ich mir an, weil ich muss mich ja auf diesen einzelnen Menschen Und konzentrieren. dann würde normal ein richtig guter Guru sagen, okay, und jetzt vergiss alles, was du bisher übers Bogenschießen gehört und gelernt hast, und jetzt erkläre ich dir, wie das indische Bogenschießen wirklich geht. Also das würde jetzt ein Guru sagen. Ich bin aber kein Guru. Ich bin, also in Indien bin ich selbstverständlich ein Guruji, aber ich bin kein Guru. Ein Guru heißt ein Lehrer. Das Wort Guru heißt Lehrer. Und Du lässt ihn einen Schuss auf die Scheibe machen, fragst ihn zuerst, ob er Vorkenntnisse hat. genau, ich frage ihn, ob er Vorkenntnisse hat und dann macht er den Schuss auf die Scheibe.
Und dann sehe ich. Und wenn er gar keine hat, lass ihn auch schießen oder nein, dann fangst du von null an, oder? Naja, weißt du, also ich habe, also das ist, das, also ich habe wenige, ich habe praktisch keine festgemachte Struktur. Also ich gehe nicht irgendwie immer so und so und so vor. Die Struktur, die ich habe, das ist jetzt das eine, dass ich eben frage, ob er schon was mit dem Bogen zu tun gehabt hat. Selbstverständlich wird man dann ins Reden kommen ein bisschen und dann ergibt sich das eine das andere. Dann möchte ich selbstverständlich sehen, wie der andere mal schießt, damit ich auch so seine Körperlichkeit und so weiter und auch seine geistige Beziehung zum Bogenschießen so ein bisschen erfassen kann. Weil ich muss ja möglichst viel auch über den Schüler herausfinden in möglichst kurzer Zeit. Um ein möglichst guter Lehrer zu sein, muss ich ja auch möglichst gut auf die Ist-Situation des Schülers eingehen. Das ist Natürlich. dann so, was ich dazu eben auch noch sagen muss. Ich unterrichte, also ich lehre meine Art des klassischen indischen Bogenschießens mit einer Schülerzahl von maximal 4 bis 5 Leuten. Also das Ja, absolute Maximum sind 5 Leute. ja. Im Prinzip am liebsten, Das ja. lass mich ganz kurz Ja. fertig. Am liebsten, also für einen, auch sehr ungern, am liebsten für 2 bis 4 Leute. Das ist das Allerbeste, ist ideal für 2 bis 4 Leute. Genau, es ist mir auch jetzt egal, ob die jetzt du dir zwei Mädchen vorstellst oder nur eines oder zwei Männer oder nur einen. Die Frage war jetzt, okay, also du hast gesagt, du fragst, ob er Bogenschießen kann oder nicht. Und ich sage jetzt, du sagst jetzt, du kriegst relativ wenige, die noch gar nichts damit zu tun gehabt haben, wenn ich das richtig interpretiere. Aber ich gehe jetzt trotzdem davon aus, es kommt jetzt jemand, der sagt, nein, ich habe das nur wo gelesen oder gesehen und jetzt, oder ich mache Yoga, darum interessiert mich das auch. Also eher so eine Situation. Und was sagst du dann überhaupt, bevor du mit denen jetzt denen einen Bogen gibst oder erklärst oder schießen lässt? Weil ich will ja auf das Indische hinaus. Weil das, was du jetzt im Grunde sagst, das kann jetzt einer, der. Richtig. Das trifft Okay. auf alle Seminare sozusagen ein bisschen zu, was du sagst in verschiedenen Ausprägungen. Aber was sagst du jetzt dem, der sich explizit für Also. indisches Bogenschießen interessiert? Stell dir zwei Studentinnen vor, wenn das deine Idealgruppe ist, und los Dann geht's. sage ich, so, dann setzen wir uns mal erstmal hin, wo es angenehm ist und dann sage dann werden sage ich, dass wir Also es ist, dass Also wir, so Tee und sowas auch und nein, ich mache, nein, ja klar, Wasser, wenn jemand Durst hat, kriegt er Wasser, aber ansonsten, ich mach keine Zeremonien, okay. sondern ich werde den Leuten sagen, jetzt müssen wir einfach erstmal reden. Wir werden reden und es kann sein, wenn ich also sage, also normalerweise mache ich auch für einen Tag überhaupt keinen Termin, also das Mindeste sind 2 Tage. Also für einen Tag mache ich nichts. Außer ich weiß, es ist jemand, der eh schon Bogen schießen kann. Ja, jetzt Dann, sind wir wieder bei technischen Details. Was naja, aber sagst das du ist, diesen zwei genau. Mädchen? Ja, also wenn diese zwei Die sind Mädchen, jetzt 2 Tage bei dir, aber wir okay, fangen die sind bei der 2 Tage bei Stunde mir, eins okay, an. gut. Gut. Zwei Geschäftchen. Der Erzähl erste weiter. Termin, findet maximal 3 bis 4 Stunden statt. Am ersten Tag mehr mache ich nicht. Und ich splitte dann diesen ersten Tag zweimal 2 Stunden. Und dazwischen ist also eine Pause, in der also man auch weiterhin sich normal unterhalten kann oder eben gar nicht über Bogen, Pfeil und Bogen. Und da kann man dann eben auch etwas trinken. Und die kriegen dann auch so eine Art Plan oder das besprichst du Nein, vorher mit ihnen? die kriegen keinen Plan. Okay. Kriegen überhaupt keinen Plan. Die können Okay, die Strukturen sind jetzt bekannt, also das Technische ist jetzt besprochen, es ist 2 Tage, 2 mal 3 Stunden aufgeteilt, bla bla bla.
etc. etc. So, und jetzt sitzen die zwei Studentinnen, Studenten da. Dann erzähle ich Ihnen das im Prinzip schon mal das, bei unserer gemeinsamen letzten Sitzung also erzählt habe. Ich reagiere selbstverständlich auf Fragen, ich beantworte Fragen und Was du sagst, wollen wir hören. naja, ich sage das. Es ist schwierig, weißt du, das ist ganz, ganz schwierig. Also Ja. ich sage, also ich wäre selbst, also sagen wir mal, diese beiden Frauen, die du gesagt hast, die also da imaginär in einem zweitägigen Schnupperkurs für klassisches indisches Bogenschießen gekommen Ja. sind, denen werde ich selbstverständlich sehr früh sagen, dass das Wichtige ist, dass das klassische indische Bogenschießen basierend ist auf kriegerisches Bogenschießen. Und wenn jemand Probleme hat, damit sich vorzustellen, auf einen Menschen zu schießen, dann ist es im Prinzip schon beendet. Also das kann man dann schon sagen, okay, dann kriegen Sie einen Sonderrabatt und brauchen am zweiten Tag gar nicht mehr zu kommen. Okay, und jetzt eine Einwurffrage. Und wenn jetzt eine Frau sagt, eine der beiden sagen würde, na, ich habe Probleme, mir das mit dem Menschen vorzustellen, aber ich kann mir jedes Mal eine Scheibe vorstellen und deshalb, oder ist das dann wirklich so, dass du sagst, nein, du musst da den Gegner, den Feind sozusagen sehen, ansonsten hat das gar keinen Zweck. Wie Also wenn kann ich ich denn, also wie kann, also gut, dann frage ich dich jetzt, wie kann ich jemanden im professionellen und richtigen oder guten Gebrauch einer Waffe unterrichten, wenn er nicht sich vorstellen kann, dass er die Waffe als Waffe benutzen kann, wird? Ja, aber vielleicht hilft es der anderen Frau, wenn du sagst, stell dir keinen Menschen, sondern einen Dämon vor. Oder verstehst du, ob man das abstrahieren kann? Ja, das mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Halte ich Okay, für war absolut nur für eine Frage. Unsinn. Also, weil Okay, aber ich. sagen wir, beide sagen ja, sie können sich das vorstellen, sie haben da kein mentales Problem damit. Genau. Dann ist gut, dann kann man weitermachen. Okay, wie Dann geht werde ich weiter? die, genau, dann werde ich mit Sicherheit kleine historische Abrisse machen über die Entwicklung der Bogenwaffe. Und dann auch eben, wie die Bogenwaffe im Lauf der letzten Jahrhunderte Und parallel. eher Einwurf und eher jetzt auf Indien bezogen oder global gesehen, als erstes kam der Selbstbogen, also so eher global Naja, betrachtet. ein kleiner globaler Abriss tut ja nicht weh. Was Ne? allgemeingültig ist, so mehr oder Richtig, weniger. richtig, richtig. Und dann wird ja selbstverständlich, werde ich dann auch im Vorfeld, also bei dem ersten Gespräch, und mag es insgesamt 2 Stunden dauern, auch dann eben erklären, was eben der große Unterschied ist zwischen dem klassischen indischen Bogenschießen und dem normalen, in Anführungszeichen, Bogenschießen, traditionellen oder olympischen, wie auch immer, Bogenschießen. Das ist eben, ja. Hendrik, für Frauen wäre ja dann, also wenn das jetzt wirklich zwei Studentinnen oder zwei Damen sind, dann wäre noch interessant, da könntest du ja sogar die Tür dann noch aufmachen. Weißt du, wenn die Geschichte des Bogensports, dann könnte man auch so auf die Geschichte der Kleidung beim Bogensport eingehen, weil das interessiert ja Frauen vielleicht, was haben die dann für Kleider angehabt und so weiter. Oder gibt es bei dir so Kleidungsvorschriften, wenn die zwei dann kommen? Was müssen die anhaben, dass sie da studieren können? Wie bei jedem normalen Kurs würde ich, also sage ich einfach, bequeme Kleidung ohne flatternde Ärmel. Also es gibt eine Kleidung, die ich gemeinsam mit Indern entworfen habe für das Bogenschießen. Und da sind Ärmel dran, die Zusammenziehen kann, oder? die unterhalb dem Ellbogen bis etwas unterhalb der Achsel,
einen Spalt, einen Schlitz haben. Durch den Schlitz kann ich den Ellbogen, den Arm aus dem Ärmel ziehen und kann den ganzen Ärmel über meine Schulter werfen. Damit ist der Bogenarm frei, dass er die Sehne nicht, dass der Ärmel die Sehne, dass der Ärmel nicht zurückgebunden werden muss. Ganz einfach. Und Das sowas, habe ich, und das hab ich in diesem Hemd oder in diesem Oberteil im linken und im rechten Arm. verstehe. Also ambidextrous sozusagen. Und ich nehme an, auch Unisex, also da wird es für Frauen und Männer die gleichen. Absolut. Ist Genau, ident. genau. Ist Gibt es identisch. irgendwann was so mit Farben und Tanz oder so irgendwie, oder wie das heißt? Kein Tanz, keine Farben. Das Gewand, das ist weiß und hat so eine goldrote Bordüre. Das ist auch auf meinem Buch zu Auf dem sehen, Buch ist drauf, ja. auch im Buch immer wieder zu sehen, wie Und dieses. sowas haben die Mädchen dann an, wenn sie dir Nein, zuhören. das haben sie nicht an, weil sie wissen ja nicht, dass ich. Schade. Es ist ja keine Verbindung, das ist ja kein Muss, sondern das ist ein Gewand, das. Ich würde das schon verlangen, ehrlich gesagt. Das wäre doch cool. Naja, ich mache das aber selbstverständlich nicht, weil warum kann ich das von jemandem verlangen, dass er sich erstmal sowas nähen muss? Also, das ist. Dann kannst du ihn ja verkaufen. Nein, ich verkaufe nichts. Okay. Also, ich mache überhaupt diese ganzen Sachen, die mache ich. Also, wenn ich unterrichte, ich habe mir das angewöhnt, inzwischen einen bestimmten Preis zu verlangen. Aber genau genommen habe ich damit immer schon Probleme gehabt, etwas für Geld zu unterrichten, weil, aber gut, wir leben in dieser Zeit aber genau genommen will ich eigentlich gar kein Geld dafür haben. Aber gut, das ist ganz ein anderes Problem. Ja, aber was würdest du denn lieber haben als Geld? Wenn mir jemand was schenken will, dann kann er mir gerne was schenken. Es ist ja in der Ja, aber indischen. mit Geld kannst du selber was schenken. Dann bist du nicht Ja, angewiesen, ich habe es das richtig habe ich auch hingeschrieben. gelernt. Das habe ich ja auch gelernt inzwischen und ich bin ja auch ganz brav und ich Man füge kommt mich. zurecht. Man Ich kommt komme zurecht. damit zurecht. Das ist kein großes Problem. Ich kann das auch. Ich habe das gelernt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis ich das gelernt habe. Also in den letzten 20 Jahren habe ich das gelernt, das auch anzunehmen, dass es ein gewisser Energieaustausch ist. Und als Genau. Energieaustausch kann ich das annehmen. Genau. Ja, also Aber ich das. hatte lange Zeit Probleme damit. Ja, aber wie gesagt, die meisten Leute schaffen das irgendwie, dass sie drüber hinwegkommen über das Problem und dann mit einem Genau. großen Bankkonto wirklich glücklich leben können. Also hat noch wenig Leute ins Also Unglück gestürzt. ich muss dazu sagen, ich war Millionär und ich hatte ein sehr, sehr dickes Bankkonto und sehr viele mehrere Häuser. Und das hat mich aber damals auch nicht interessiert. Also na gut, also Ja, kein ist egal. Thema. Das hat auch jetzt auch nichts mit dem klassischen indischen Genau, Bogen. genau. Also warte, wo waren wir es? Also sagen wir halt, die wären so eifrige Schülerinnen, die hätten sich schon solche Gewänder gekauft oder wo gibt es sie irgendwo? Natürlich kann man Eine die. gibt es nicht zu kaufen, die muss man Ah. selber machen oder machen Sie lassen. hätten bei dir einen Schnitt bestellt vorher und den hast du ihnen nur mit Energieausgleich geschickt quasi Ich sag und dann haben mal, sie sich die geschneidert und jetzt sitzen also sie. jetzt haben Sie diese Kleidung an. Genau. Davon kann man natürlich selbstverständlich nicht ausgehen, dass man sowas hat, weil Sie wissen ja von Kleidung. Knien die dann so oder sind sie im Schneidersitz oder wie ist das? Es gibt auch, wenn, also beim, bei, in der erst, in den ersten Stunden, da sitzt man ganz normal auf dem Stuhl. Also ich mache da überhaupt kein Kolores rundum. Es gibt selbstverständlich ein Stana, also eine Position, die heißt Padmasthana, die ist im Lotussitz. Aus dem Lotussitz heraus schießt man dann. Das ist eine sehr hohe, ein mehr rituelles. Ich habe so gemeint beim Unterricht, jetzt nicht die Schießstellungen, sondern mehr, wenn du jetzt quasi am Anfang erzählst über die Geschichte und so weiter, sitzt ihr dann im Wohnzimmer auf Sesseln oder habt ihr da so einen Teppich und die knien dann und du sitzt auf so einem Nein, kleinen nein, 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 Sessel oder?
Erstmal in mein Wohnzimmer kommt sowieso niemand. Erstmal habe ich kein Wohnzimmer und also Ja, ja. okay, wo ist das? Also wie kann man sich da das Ambiente, die Situation vorstellen? Das fängt ja damit an im Grunde. Ja, man ist in dem Raum, in dem man dann auch, in dem der ganze Unterricht stattfindet. Der Unterricht findet zuerst in einem Raum statt, weil ich jenseits eines Raumes, wo ich also weit schießen kann, im Freien, das wird lange dauern, ne? Bis man mal im Freien lange weit schießt, weil man muss ja erstmal die ganzen Bewegungen, die Abläufe, die Bewegungsablauf kennenlernen. Und auch, ich sage den Leuten auch, also wenn es ein Zweitageskurs ist, werden die am ersten Tag überhaupt keinen Bogen in die Hand kriegen. Weil wenn man Okay, wenn man denn die dahin, Hintergründe. Wie bitte? wo käme man denn dahin, wenn man denen am ersten Tag gleich einen Bogen in die Hand gibt? Naja, selbstverständlich, weil gerade wenn jemand vom Bogen, wir sind ja davon ausgegangen, dass diese Ja, zwei absolute. Neulinge sind, dann ist, warum soll ich denen die Waffe in die Hand geben? Ich gebe doch auch kein geladenes Gewehr jemanden in die Hand, der schießen lernt. Ja, verstehe schon. Es ist eine tödliche Waffe, und diese tödliche Waffe, die werde ich, mit der muss ich eben entsprechend umgehen. Ganz einfach. Das ist Ich meine verstehe das schon. Verantwortung, und ja, also, wo käme man dahin? Genau. Genau. Anschauen kann man sich alles Mögliche. Ja, Ich und habe. jetzt musst du, genau, und jetzt ist ja diese, eben, um das geht es mir jetzt. Jetzt musst du ja denen einmal sagen, was sie erwartet in diesen 2 Tagen. Und eben mit dieser Erstrede, dieses Ambiente möchte ich gerne, wenn du sagst, ja, vielleicht am ersten Tag machen wir dieses, bla und jenes. Und keine Ahnung, dann, wie erklärst du das, diesen indischen Weg? Das interessiert mich. Weil das ist ja schon wieder ein besonderer Weg, weil es gibt ja auch seltener Bogenseminar, wo jemand sagt, am ersten Tag zeige ich da mehr oder weniger gar keinen Bogen. Ist ja auch ein besonderer Weg, das so zu machen. Und das wollte ich eben wissen, das wäre ja das Okay. Besondere. Ja, es ist ja so, also der Hintergrund, warum ich sowas mache, also genau genommen kann ich oder man, in dem Fall würde ich das allgemeinern, heutzutage das klassische indische Bogenschießen nicht so unterrichten, wie es vor 700 Jahren unterrichtet worden ist oder vor 1000 Jahren. Kann man nicht. Das kann man nicht. Okay. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung, dann sage ich es dir. Deswegen, weil allein schon, weil die Schüler-Lehrer-Situation, die vor 700 Jahren oder 1000 Jahren stattgefunden hat in Deutschland und auch auf der ganzen Welt und auch besonders in Indien, eine vollkommen andere Situation ist als heute. Naja, ich hatte schon solche Schüler, das so kommt darauf an, wie man sie Also abrichtet, ich richte selbstverständlich überhaupt glaube keine Schüler ab. Es ist so, dass Was meinst du aber trotzdem, der Lehrer der findet seinen Respekt Schüler, der der früher Schüler den findet, Lehrer, der oder? Lehrer findet seinen Schüler, der Schüler findet seinen Lehrer. Naja. Das ist meine Meinung, ne? Das ist meine Meinung. Und das ist auch Ah, die die Biene Erfahrung. findet die Blume und die Blume findet die Biene. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja. Genau. Und in Indien ist es so, dass eben der Lehrer vom Schüler nicht bezahlt wird. Das ist übrigens auch im heutigen Kalaripayattu, in den traditionellen Kampfkünsten Keralas und Indiens, ist es immer noch richtig, dass die indischen Schüler nicht im Prinzip nichts bezahlen, sondern es sich ein Dakshinkali aufbaut. Ein Dakshinkali ist eine gewisse Verpflichtung dem Lehrer gegenüber, die sich, wenn er selber ein Meister ist, wenn der Schüler zum Meister gereift ist,
durch die jahrelange Ja, Arbeit mit seinem Lehrer. aber wovon lebt der Lehrer denn? Woher nimmt er seine Unterkunft, sein Essen, seinen Mercedes oder was auch immer? Er hat Wo nimmt keine. er denn das her? Ja, Wer also bezahlt das? der hat kein Mercedes und es ist na, also Nein, dann hat er halt keinen Mercedes, aber er wohnt wo, er isst etwas und er wird Kleidung besitzen, er wird auch irgendwelche Geräte und einen Tempel oder was auch immer vielleicht betreiben. Irgendwer sicher. bezahlt ja das, also wovon lebt er? Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Also es gibt, vielleicht hat er, wahrscheinlich hat er etwas geerbt von seinen Vorfahren. Ich weiß, es gibt so viele verschiedene Lebenswege. Schau, mein Lebensweg ist anders als dein Lebensweg. Womit bezahlst du heute deine Miete? Ich bezahle meine Miete Naja, überhaupt, weil ich du keine hast Miete mehr gesagt, zahle. Moment, Moment, du hast Also, gesagt, die geben ihr Wissen kostenlos weiter, der Schüler bezahlt den Lehrer nicht und ich richtig. frage, wovon leben diese Lehrer dann? Das Das ist ja müssen die kein. selber wissen. Das müssen die selber wissen. Die leben schon von irgendwas. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man leben kann, ohne dass man für das, Ohne was dass man man es so lehrt. nennt, sondern. Ja, man kann es halt woanders herkriegen, Ja, die ja. Bedarfe des Also Lebens. Ich muss doch. von den Schülern leben sie nicht, willst du sagen? Normalerweise leben sie nicht von den Schülern, nein. Also wenn ich jetzt, ich kann mir jeder, ich bin doch, mir ist es doch freigestellt, jederzeit freigestellt, mein klassisches indisches Bogenschießen auch kostenlos jemanden Natürlich, beizubringen. Das natürlich, würde ich ja. auch machen, wenn jemand sagt zu mir, er möchte das gerne kennenlernen und lernen, aber er hat kein Geld, dann kann ich mir diesen Menschen anschauen und kann überlegen, ob ich es mache oder nicht. Und wenn ich das Absolut, mache, ja. dann ist es doch Das wunderbar. mache ja ich auch. Das macht ja, also na, jeder, Naja, siehst du. sagen jeder Bogenschütze, der ein Ehrenmann ist, macht das sowieso. Das Naja, ist ja also. keine Na Frage. also. Es ist Also ist. unabhängig von der Nationalität oder vom Land oder vom Also, Gebäude. damit hast du ja die Frage beantwortet, die du mir gerade gestellt hast. Ja, wovon lebt er? Ja, von dem wir halt, von dem er halt lebt. Aber er muss nicht von dem Geld leben, das ihn seine Schüler bringen. Ist es nicht toll? Auch bei uns ist es dem so, oder? Irgendjemand wird es bezahlen. Also insofern, wenn ich nicht weiß, wer es bezahlt, kann ich nicht sagen, ob es toll ist oder nicht, weil vielleicht wird er vom Kulturministerium bezahlt Das dafür. ist doch auch toll. Naja, ich weiß es nicht. Warum nicht? Was ist da nicht schön daran? Wenn er Naja, für seine Lehrtätigkeit, der Lehrer in der Schule wird ja auch vom Staat bezahlt. das kann man ja auch hinterfragen, ob das so sein soll Das, oder muss oder genau, so. das kann man hinterfragen. Man kann alles hinterfragen, genau. Ich bin Aber da eher gut, dafür, das sind wir. dass sich Institutionen von sich aus durchsetzen und auch ein bisschen wirtschaftlich denken, weil natürlich führen ja so Kultur- und auch Traditionsförderprogramme, auch von UNO und UNESCO und so weiter, du kennst dich da genau aus, auch zu Ausblühungen, wo dann. Genau, also das gibt es alles, die verschiedensten Facetten, Das meine ich. was mit dem Geld und was mit dem, was man tut, geschieht und nicht geschieht. Okay, Aber aber egal. zurück zum indischen Ja, Bogenschießen. erste Stunde. Also jetzt Genau. noch mal, wie ist das Ambiente? Ist dort jetzt ein Teppich und Nein, sitzen ganz die oder? normal, ich habe zwei Stühle, drei Stühle oder wie auch immer und man setzt sich auf die Stühle. Aber wenn man will, kann man sich auch am Boden setzen. Das ist mir vollkommen egal, wo man sich hinsetzt. Also ich werde mich irgendwann Also einmal. so Dackeln oder einen Teppich oder sowas. Ich habe Stühle und eine Couch. Also ich habe ja, Okay. ich habe Also Stühle. jetzt haben, aber Sie hätten schon Ihre Kleidung, die selbstgenähte, mit und an und. Quatschkopf. Du bist wirklich ein Komiker. Wie Na geht es gut. jetzt weiter? Okay. Wir kommen dann irgendwann einmal dann dahin. Jetzt lass uns diesen Tag vergangen sein, weil da haben Sie ja gar keinen Bogen in die Hand bekommen. Irgendwann einmal werde ich den Menschen erklären, wie ich jetzt dir oder auch den werten Zuschauern und Zuschauerinnen unseres Podcasts erklären werde, was
dass man von welchem Stana aus man anfängt, Bogen zu schießen. Also welche Grundstellung es ist, aus der man heraus Bogen schießt. Erstmal ist es so, was auch, glaube ich, bei vielen Bogenlehrern, von vielen Bogenlehrern weitergebracht wird, ist der Auszug, wie man auszieht. Also für mich ist ideal, was übrigens in dem Buch im Dhanavedā nicht drin beschrieben ist. Es ist nicht drin Okay. beschrieben, wie man auszieht. Der Auszug Okay. ist nicht beschrieben. Der Stana ist be beschrieben, Also aber was der sagst du jetzt zu diesen beiden über den Auszug? Oder erklär Genau. uns das sozusagen. Ich erkläre dir ganz einfach den Push und Pull. Der Auszug ist Ja, ein das Push und sagst Pull. ja, da sagst ja anders. Da sagst wahrscheinlich irgendwas mit dem Kosmos und da Nein, ich sage ist die überhaupt nichts mit dem. Energie. Nein, ich sage überhaupt nichts mit dem. Du willst mir da irgendwie einreden, dass ich Esoteriker bin und esoterisch ans klassische indische Bogenschießen rangehe. Ja, Das du tue ich sagst ja nicht, überhaupt nicht. machst zwar Push und Pull und fertig, aber am ersten Tag gibst du keinen Bogen. Das kannst du ja nicht machen, oder? Doch, selbstverständlich kann ich das, weil ich kann Ihnen Gummiband geben und ich habe diese Gymnastik-Gummibänder, mit denen man auch im Einfach oder doppelt nehmen kann, genau. mit den Und Strumpfbändern, oder? richtig, naja, die Gymnastik für Gymnastik, da gibt es verschiedene farbige, verschieden starke Gummibänder. So mit Rüschen. Bitte? So mit Rüschen. Nein, kennst du die gar nicht, Oh die ja, ich Gummibänder? weiß, so wie die Therabänder oder sowas Ja, ähnliches. Terrabänder, genau. Muss man Ich keine habe auch Werbung so machen. Rundgummischläuche schon gehabt. Das geht Genau, auch gut. geht genauso. Also ohne Gummischläuche passiert bei mir gar nichts. Also das ist, bevor Bin man ich einen auch. Bogen in die Hand bekommt, muss man eben erstmal ein Körpergefühl Stellung kriegen probieren. und genau das Grundstana einfach mit einem Gummiband, mit einem Terraband oder wie auch immer die Marke heißt, muss es trainiert werden, muss es geübt werden. Und Und bist du dann da so vorne, so wie so ein Vorturner und zeigst das vor und die zwei Damen machen das dann so nach? jetzt kommen wir zu dem Grund, warum es zwei sind. Zwei, drei oder vier oder maximal fünf. Ich wollte mir jetzt das eher Hey, übersichtlicher noch vorstellen, weil mit vier wir Damen wird es ja kommen dann. auf diese Art und Weise kommen wir nämlich dazu, warum ist es nicht ein Mensch? Bei einem Menschen würde ich, also bei einem, zwei, drei, vier, fünf, stelle ich mich hin, selbstverständlich, und zeige das einmal. Vollkommen klar. So, weil man nämlich durch das Zusehen lernt. Natürlich. Durch das Zusehen lernt man. Und am meisten lernt man durch Zusehen eines Schülers, der auf dem gleichen Stand ist wie man selbst. Und deswegen möchte ich zwei Leute mindestens haben, weil das weitere Zusehen, es macht dann einer nach und der andere sieht zu. Wenn Ja, ich drei Leute habe, macht es einer vor und dann der andere und dann der und dritte und die anderen zwei genau. schauen Und zu. auch wenn ich Und jetzt diese Person korrigiere, indem ich an der Person stehe und die einrichte, sieht die andere Person. richtig, Also wenn ich nur eine genau. Person habe, sieht die das nicht, ja. Und ich kann die austauschen. Ja, das ist eine gute Überlegung, ja. Das ist eine So. Überlegung, Unter die man. zwei Mädchen geht gar nichts einmal. Ja, deswegen geht nichts drunter, genau. Genau. Und zwar deswegen, weil die Schüler am besten durch die Fehler der Schüler ihre eigenen Fehler korrigieren lernen. Ja. Das hängt damit zusammen. Wissenschaftlich ist es ganz einfach zu begründen. Es kommt auch aus der Ist Neurologie. sofort einleuchtend, jeden Menschen. Ja, wenn ich das Man kann es vorzeigen aber kann, auch, einem anderen. wenn aber jemand das genauer wissen will, dann muss er mal googeln unter Spiegelneuronen. Wir haben im Gehirn Spiegelneuronen und die Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich für diesen Vorgang Dass des wir Lernens überleben, durch dass wir das. überlebt haben, ja. Richtig. Wie macht eine Mutter, wenn sie ihrem Kind das erste Mal den Löffel gibt, sie macht Ja. so, dann macht das Kind auch.
So, und das passiert über die Spiegelneuronen. Genau. Genau, Also. das ist klar. Okay, also darum am liebsten einmal zwei, haben wir schon festgestellt. Okay, und jetzt, wie wäre Mindestens zwei, mindestens drei, aber mindestens. maximal fünf. Sagen wir mal, es sind mehr als fünf. Was passiert dann? Dann warten vier Leute immer so lange, Ja, alles bis vier klar. Leute es gezeigt haben und das ermüdet und das langweilt. Und ich möchte alles, nur nicht die Leute langweilen. Wenn jemand Ja, gelangweilt wird, muss er bitte gehen ich und habe muss da, ihn wieder besuchen. da die Erfahrung gemacht, wenn es dann wirklich acht und mehr Personen, 12 Personen sind, also wenn du dann wirklich, sagen wir, 12 Mädchen, Studentinnen hast, dann rufst du mich, weil dann teilt man die Gruppen. Da mache ich den einen Tag, wo sie gar keinen Bogen angreifen dürfen, den ersten Tag. Und den zweiten Tag mit dem Bogen machst du und dann müssen sie nicht so lange warten. Also 12 ist sowieso, also absurd, vollkommen absurd, und auch die Ja. Hälfte, 6 ist absurd, vollkommen absurd. Aber dadurch, dass ich das eben so mache, ich würde nie eine Gruppe von mehr als 5 annehmen. Ich sage den Leuten, es müssen 5 sein. Und es passiert mir ja dann so, dass die dann sagen, ja, was kostet's? Ne? Was kostet mit dem Vorfeld? Dann frage ich, wie viel sind es denn? Und dann sage ich, wenn es jetzt zum Beispiel 5 sind, dann weiß ich, 5 werden also etwas bezahlen. Dann kann ich meinen Stundenlohn, den ich möchte, haben möchte, Energie, durch 5 Ausgleich, teilen. Energieausgleich. Genau, nein, ich bin ja schon, ich schaue, ich bin ja lernfähig. Du hast Ich dich ja überwunden, das habe ich habe mich vergessen. längst überwunden. Ich habe mich längst überwunden. Energieausgleich, das ist schon wieder, das war gestern. Energieausgleich war gestern. War gestern. Cool. Also mein Stundenlohn teile ich dann durch die Anzahl der Anzahl Mädchen. der Lernenden und multipliziere das mit den Stunden, die ich zur Verfügung stehe. Und damit habe ich dann eine Gebühr pro Person. Ganz einfach. Wenn ich Alles also klar, danke 10 Stunden zur Verfügung stehe an 2 Tagen, dann ist dann das sind 5 Leute, dann sind es also schön. Wie viele Stunden ist Ihr mein Gehalt? Stundenlohn von 50 € geteilt durch 5, das sind 10 € mal 10 Stunden sind 100 €, kostet das Wochenende 100 € pro Person. Ganz einfach. Ja, aber der Schülerin, mit der du in Indien warst, der bist du 24 Stunden zur Verfügung gestanden, hast du zuerst erzählt, mal 50, dann Die hat rechne das eine mal. Pauschale bezahlt. Okay. Also bei den anderen könntest du nur sagen, eben bei 3 Schülerinnen könntest du immer jeweils so und so viele Stunden deiner Gegenwart mehr oder weniger anbieten, weil natürlich Die an müssen, 24 Stunden kannst du nein, nicht nein, 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 allein. nein, nein, die müssen halt mehr bezahlen. Oder kannst du dann so simultan, dass du quasi dreimal 24 Stunden. Das ist ein Knirr. Nein, die müssten halt mehr bezahlen. Das ist ganz einfach, wenn es Die also. Simultanschach gibt es ja. Wenn es zwei, nicht anstatt 5 Leute mit 100 € pro Wochenende 2,5 Leute sind, dann müssen die von den 2,5 Leuten jeder 100 € bezahlen. Ganz einfach. Dann lassen 300 wir Euro. das mit dem Energieausgleich, lassen wir das. Okay, also wir müssen dann eh schon langsam zu einem Ende kommen. Also zuerst weist du sie einmal ein, erzählst über die Geschichte global gesehen ein bisschen von Selfbogen, über die Geschichte der Entwicklung des Bogengeräts mehr oder weniger. Und dann gehst du in die indische Tradition und erklärst den voraussichtlichen Ablauf des Seminars, was du am ersten Tag planst, was am zweiten Tag am Programm steht Und dass ich dann, also die verschiedenen Sthanas, die verschiedenen, es ist ja so, das ist normalerweise also ein Wochenende, also 2 Tage mit 10 Stunden, das ist praktisch nichts. Da hat der Schüler wirklich, da hätte sich auch billiger eins meiner Bücher kaufen können. Da steht es nämlich alles drin und dann hätte mich eigentlich im Prinzip gar nicht ja, aber gebraucht. dann kannst ja du nicht einweisen. Zum Beispiel. Also das sehe ich schon ein, weil, also ich habe auch schon, entschuldige, viele Sachen in Büchern gelesen, habe es nicht so gut kapiert, dann hat es mir einer einmal gezeigt und gesagt, ah, eh klar. Also das ist schon
ein Mehrwert, den man nicht unterschätzen soll, das würde ich schon sagen. Also was wirklich ganz wichtig ist, das trifft sich selbstverständlich mit anderen Seminaren genauso. Du hast ja auch gesagt, dass für dich der Flow, also der Ablauf der Bewegungen, sehr wichtig ist beim Bogenschießen. Das ist bei mir selbstverständlich genauso. Also wenn jemand, ich habe als Schüler in Indien, mit denen ich Monate zusammen war und ich den wirklich täglich stundenlang was beigebracht habe, ihr Bogenschießen verbessert habe, übrigens auch kostenlos. Was ich dafür als genommen habe, das war Nicht mal die Sonnenbrille nehmen wegen dem Heiligenschein. nein, mein Heiligenschein wird sofort verblassen, wenn ich sage, was ich dafür verlangt habe. Ich habe gesagt, ich komme nur, wenn du mir die Reise zu dir bezahlst und Kost und Logis kostenlos, dass ich keine Kosten habe. Das will ich. Das ist das Einzige, was ich will. Ich will keine Kosten haben. Ich will nicht jemanden unterrichten und dann auch noch Na, das ist ja schon. Reisekosten. Na eben, also meine Ja, Reisekosten ich verstehe das müssen andere ja bezahlt nicht. werden, mein Essen und mein Schlafen. Ja, aber ich So. verstehe das andere ja gar nicht, weil ich sage halt dann, okay, wenn du das willst, kostet das 2000 Euro plus Reise plus Kosten. Ja, mache ich aber nicht. Mache ich nicht. Ja, naja, du bist halt doch schon mehr ein bisschen ein Guru. Nein, Okay. ein Inder. Ich bin schon mehr ein Inder. Ne? Ja. Also ich halte sehr viel davon, dass man eine Schüler-Lehrer-Situation aufbaut, Ja. die nicht über das Geld sich manifestiert. Das ist meine Meinung. Naja, selbst wenn es so wäre, es könnte ja, ich stelle mir jetzt so eine elitäre Kampfschule oder Bogenschule vor, ganz egal. Und jetzt, dann ist ja egal, dann kostet halt so und so viel und die Familie bezahlt das und die Lehrer, die Universität lebt von dem. Auch dagegen ist nichts zu sagen, finde ich. Überhaupt nicht. Und darum sehe ich das schon gespalten und weiter Na klar. ganz, ja, und vielleicht gibt es dann eigene solche Schulen wieder, wo die armen Leute hingehen können. Das hat es ja auch bei uns früher und wie heute und dort auch gegeben wahrscheinlich, genau, dass genau. es Die immer Reichen. mehrere Systeme gibt, weil ich nehme an, zum Musashi, zum Miyamoto Musashi konnte auch kein armer Bauer gehen und Schwertfechten lernen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Genau. Und so gesehen, ja, hat alles seine Berechtigung irgendwie. Okay, also jetzt hast du diese mindestens zwei Schülerinnen mental vorbereitet, auch was den Energieaustausch angeht, das ein bisschen durchbesprochen, was da erwartet wird an stündlichen Aufwand. Okay, und Ja, und dann kommt die nächsten, wenn sich also diese zwei Schülerinnen oder Schüler oder fünf Schüler, wie auch immer, dafür entscheiden sollten, weiterzumachen, dann würde ich empfehlen, dass sie möglichst viel in Anwesenheit von mir machen, weil ich halt das Feintuning, das Nicht-Entstehen von Fehlern, das Abfangen von Fehlern gleich. Genau, abfangen würde. Und aber trotzdem der große Unterschied zwischen klassischen indischen Bogenschießen und dem in Anführungszeichen normalen Unterschied, Bogenschießen bei uns ist der, dass man also aus verschiedenen Stellungen, das habe ich aber das letzte Mal schon gesagt, in verschiedenen Bewegungen auf bewegte Ziele eben gehen, also aus der eigenen Bewegung auf bewegte Ziele und so weiter. Also Eine man lernt, Trickschießlehre zugleich. Es ist eine militärische Lehre. Trickschießen kommt mit dazu, auf alle Genau, Fälle. genau. Ja. Trickschießen kommt mit dazu, Ja. aber das Trickschießen nur, um die Fähigkeit Ah, zu lernen, bewegliche Ziele etc. Ja. auf einen sich bewegenden Feind zu schießen auf eine tödliche Stelle. Also die tödlichen, die Marmas, die Marmapunkte, die sind ja Energiepunkte, und zwar tödliche Marmapunkte. Alle Marmapunkte sind die Marmapunkte, durch die ein Stich
durch den Mama-Punkt auch das Leben auslöscht. Entweder sofort oder langsam. Daher kommen die. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Nein, nein, das glaube ich schon. Überhaupt nicht. Lieber Nein, aus der, aus der Pietase, wir müssen da jetzt irgendwie wahrscheinlich, oder wie heißt in Indien der Ausdruck für ein gewaltsames Ende finden? Unser Podcast muss da jetzt sozusagen beendet werden, weil wir sind, glaube ich, schon bei 2 Stunden und sonst überfordern wir Oh, schrecklich. unsere Fans und dann, weißt du, wird die Fanpost gleich von den Studentinnen weniger, das wollen wir auch nicht. Ich möchte zum Abschied noch eine Kleinigkeit meinen Zuschauern und oder unseren Zuschauern und Zuschauerinnen zeigen, was ich mal aus Indien mitgebracht habe. Das ist ein sehr Wow. schöner indischer vergoldeter Wunderschön. Daumenring. Den wollte ich noch zeigen, der dann. Sehr schick und sehr kunstvoll schaut der aus, ja. Cool. Cool, Ja. sehr cool. Also, das ist noch ein zweiter. Weil oft wollen die Leute, freuen sie sich, wenn sie Ja. mal sowas sehen. Das ist also Goldkoftgari-Arbeit, die sind für mich persönlich gemacht worden in Indien, in Rajasthan. Wow. Und da gibt es dann, sind das dann Schmiede, die alles Mögliche machen oder gibt es dann eigene solche Daumenringschmiede? Nein, das sind verschiedene. Also den Daumenring selber geschmiedet hat einer und diese Goldarbeit, Macht das ein ist ein anderer. Spezialist, der dieses feine Kovskari machen kann. Das kann man nur machen, bis man ungefähr 35 Jahre alt ist, weil dann sind die Augen kaputt. Okay. Also es ist also wahnsinnig feine und präzise Arbeit ist. Wahrscheinlich und nicht die besten Lichtverhältnisse, wahrscheinlich auch. Ja, aber das, also dieses genaue Schauen, die machen das ja ohne Lupe, die machen das ja wirklich nur mit den blanken Augen. Und Und das. das nächste Mal fangen wir quasi dann mit dem zweiten Tag an, wo du dann das erste Stana, den Grund, die Grundstellung oder die Ausgangsstellung erklärst und welche die nächste Stellung oder die nächste Übung oder was dann dazwischen für Rituale oder wie du da vorgehst halt sind. Und genau. Machen wir das so? Wenn du möchtest, machen wir das Das gerne. wäre sehr cool. Dann möchte ich mich herzlich bei den Zuseherinnen und Zusehern bedanken, beim Hendrik Wiethase natürlich und checkt seine Bücher aus auf Google, Amazon, auf seiner Webseite, die in der Videobeschreibung zu finden ist. Tretet mit ihm in Kontakt, wenn ihr die Schnittmuster für diese Bogenschützenkleidung braucht, liebe Damen und Herren. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne, ich danke auch allen und Om Shanti, Shanti, Shanti. Da schließe ich mich an. Shoot straight.